Ja Leute, herzlich willkommen in der Moped Factory. Ich hoffe, es ist nicht zu windig. Wir sind heute hier zu zweit und wollen unsere erste eigene Mofa-Rennstrecke bauen. Ich habe hier schon mal jede Menge Flöcke vorbereitet, mit denen wir die abstecken wollen. Der Grund ist nämlich, wir haben ein Messgerät für Rundenzeiten uns besorgt. Das stellen wir euch im nächsten Video vor. Und das wollen wir natürlich an der richtigen Mofa-Rennstrecke testen. Und die wollen wir jetzt hier aufbauen. Wir haben hier eine Wiese. Wir können da jetzt keine großen riesen Tables oder Steilkurven reinbauen, aber so ein bisschen abstecken. Hier so einen kleinen Hügel haben wir auch schon. Wir überlegen jetzt mal, wie wir es machen, nehmen euch natürlich die ganze Zeit mit und dann machen wir bestimmt auch noch eine Testfahrt, denn wir haben unsere C mitgebracht, mit der werden wir das als erstes ausprobieren. Also Paul, was darf nicht fehlen bei einer Mofa-Rennstrecke? Ist dir was eingefallen? Viele enge Kurven. Viele enge Kurven, okay. Und eine lange Gerade. Und eine lange Gerade, alles klar. Ich denke, das kriegen wir hin. Vielleicht kriegen wir noch ein paar andere spannende, lustige Features rein. Wenn ihr Ideen habt, was man in so eine Rennstrecke noch reinbauen soll, schreibt es in die Kommentare, denn das ist ja nicht fix. Dann nehmen wir das vielleicht noch mit auf. Also, wir fangen jetzt mal an und nehmen euch natürlich die ganze Zeit mit und stecken unsere erste eigene Mofa-Rennstrecke ab. Los geht's. Also, los geht's. Der Paul hat sich bereit erklärt, hier den Pflöckner zu machen. Ja. Wo würdest du denn den Start ansetzen? Ja, ich würde sagen, machen wir einfach hier direkt, hier, oder? Da, wo du stehst, zufällig. Ja. Ja, alles klar. Also gut, dann machen wir hier mal den Start hin. Wir haben hier so Flöcke besorgt und immer zwei Flöcke markieren so, die sind extra an einer Seite angespitzt. Er ist spitz auf beiden Seiten. Immer zwei Flöcke markieren eine Durchfahrt und wir haben noch so ein bisschen Flatterband, das machen wir dann danach da drauf. Das hält. Und hier seht ihr den Start. Jetzt wird es ja spannend. Wie geht's los? Dann Start, Zielgerade ist natürlich die lange Gerade. Das ist die lange Gerade. Also erstmal jetzt hier. Also los. Wir haben ja noch die CS, vielleicht können wir mit der auch mal darüber fahren, aber ich denke, die C ist erstmal das richtige Mofa dafür. Würde ich bald sagen. Am liebsten die ganze Zeit durch die Sonne, ne? Man muss sagen, es ist ein bisschen kalt. Ja, ist schon kalt. Aber was auch spannend ist, wir haben hier immer so ein bisschen Hügel und Wellen im Boden, die kann man ja ein bisschen integrieren. Dann würde ich bald sagen, machen wir hier die nächste Tour. Hier das nächste Tor und dann vielleicht so nach rechts hochziehen, oder? Und dann so eine... Ja. Gucken wir mal. Also hier, das kommt das nächste Tor hin. Ist das eine von deinen engen Kurven oder wird die weit? Nee, das ist die weite, weil wenn man aus der langen Geraden kommt, ne? Ja, ja. Muss man auch erstmal fahren können. Ja, passt noch. So, hier will ich dann. Und jetzt kommt die erste steile Kurve, enge Kurve, denn es geht direkt wieder nach rechts. Also hier und dann fährt man hier rum und dann geht es da hinten lang und ab in den Busch. Nicht schnell. Ja, ich würde da 2 machen. Oder wir machen so 2 und dann können wir da was Flatterband dran machen. Ja. Ah, so meint das, okay, das ist natürlich spannend so. Okay, weiter geht's. Hier geht's durch. Meistens ändert man die Strecke eh nochmal, wenn man gefahren ist. Also hier fährt man einfach an beiden vorbei, oder wie? Okay. Ist natürlich auch immer eine spannende Sache, ob man durch die Tore durchfährt oder vorbei. Muss man sich natürlich merken. Okay, hier muss man dazu sagen, der Untergrund sehr hubbelig, auch spannend vielleicht, wie man den integriert. Einfach so, dass man das so weitergeht, dann muss man halt gucken, ob man ganz langsam innen fährt oder ganz schnell außen. Ja, das ist ja ganz spannend. Vielleicht auch zum Überholen besser.
Okay. Gegengerade. Also, jetzt sind wir hier auf der Gegengeraden, einmal um die lange Kurve und es geht wieder langsam Richtung Start- und Zielgerade. Ist schon da hinten wieder. Jetzt. Ja, okay. Also man kommt jetzt von da oben hier runter. Okay. Und dann fährt man über den Sprung, springt man durchs Ziel quasi. Okay, dann geht es hier wieder Richtung Anfang, ihr erinnert euch. Über die Tür. Und hier ist dann auch unsere Zeitmessung. Ja, die machen wir genau hier. Alles klar. Also hier der Sprung durchs Ziel. Ich weiß nicht, ob man da mit dem Sprunghügel kommt, man wahrscheinlich gar nicht so weit. Weil hier werden dann auch die spannenden Aufnahmen gemacht. So Leute, wir wollen ja auf der Strecke ein bisschen für die Mofa-Rennen trainieren. Was darf denn bei sowas nicht fehlen? Also, was würdet ihr da noch da reinbauen? Ein Waschbrett oder eine Steilkurve, einen viel größeren Sprunghügel? Schreibt das mal in die Kommentare, können wir natürlich nicht alles umsetzen, aber ist doch mal interessant, sich so im Kopf die optimale Strecke zu bauen. Also, schreibt das mal in die Kommentare und jetzt geht's weiter mit unserer schicken Mofa-Rennstrecke. Alles klar, dann vielleicht mal eine Testfahrt, oder? Jo. Sie steht bereit, dann geht's los, würde ich sagen. Das nächste Adventskalender-Türchen ist beendet und unsere Strecke ist fertig gebaut. Wir sind sie beide mal gefahren und macht doch ganz Spaß. Jetzt fehlt natürlich noch so ein bisschen der kompetitive Gedanke dabei. Also wir wollen ja ein bisschen gegeneinander fahren. Deshalb werden wir im nächsten Video auf dieser Strecke unser Rundenzeit-Messgerät testen. Das hat hier oben so ein Display und dann sieht man immer beim Fahren, welche Rundenzeit man fährt. Mega spannend, vor allem für Mofa-Rennen. Und da werden wir vielleicht mal ein bisschen gegeneinander fahren. Mal gucken, wer hier die schnelleren Zeiten auf die Wiese brät. Ansonsten, die Ziel läuft sehr gut. Und ich würde sagen, wir machen jetzt unser nächstes Video fertig, unser nächstes Adventskalender-Türchen. Wir sehen uns dann morgen. Und abonnieren sollst du uns natürlich, wenn du das noch nicht gemacht hast. Außerdem eine Playlist dir angucken. Und ganz wichtig, den Schrauberling besuchen, wenn du Hilfe brauchst. Da gibt es jede Menge Anleitungen. Also, schau da gerne mal rein. Hab eine schöne Woche. Fahr ein bisschen Mofa. Bis zum nächsten Mal. Ciao.